In den letzten Jahren hat sich rund um das Thema Fernstudium viel getan. Und in diesem Video möchte ich einige Trends vorstellen, die ich so sehe, die sich bereits abzeichnen und die wahrscheinlich auch so noch weitergehen werden. Das Ganze beruht auf einem Vortrag, den ich auf einem Weiterbildungsevent von springes.de im Beta-Haus in Köln am 14. Juni 2012 gehalten habe. Im Wesentlichen sind es drei Trends, die ich hier sehe. Der erste Trend ist der Einsatz neuer Medien im Fernstudium. Als das Thema E-Learning so aufkam, ist man davon ausgegangen, dass das E-Learning das Fernstudium nach und nach komplett ablösen würde. Das hat sich so nicht bestätigt. Allerdings ist es so, dass im Fernunterricht immer mehr elektronische Medien mit zum Einsatz kommen. Das klassische Medium war und ist im Fernstudium der Einsatz schriftlicher Lernmaterialien. Bisher ist es so, dass diese überwiegend in schriftlicher Papierform vorhanden sind, also als Studienhefte, als Studienbücher. Hier ist es mittlerweile ein Trend, dass diese Unterlagen nicht unbedingt als Ersatz, aber als Ergänzung auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Kann sein, dass dies in Form von PDFs erfolgt oder sogar als E-Books, gegebenenfalls dann mit weiteren Möglichkeiten. Es gibt hier sogar Ansätze auch für mobile Endgeräte das Ganze verfügbar zu machen, zum Beispiel für das iPad. Dann im Optimalfall auch nicht nur rein als Text, sondern wirklich interaktiv, dass man zum Beispiel ins Internet verzweigen kann oder zusätzliche Elemente, multimediale Elemente dort mit eingebaut werden. Außerdem ist es so, dass auch ergänzend Videovorlesungen häufiger jetzt zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich meistens nicht um mitgefilmte klassische Vorlesungen mit Studierenden, sondern in der Regel um speziell in einem Studio angefertigte Vorlesungen, auf denen dann auch die Folien wirklich im Mittelpunkt stehen und diese sind zum Teil recht professionell dann auch aufgemacht. Das Ganze sollte aber, oder es ist bisher auch so, dass dadurch nicht die Stoffvermittlung per Lehrbrief ersetzt wird, sondern auch das Ganze ergänzt wird, nochmal durch zusätzliche Erläuterungen, vielleicht auch zur Vertiefung, um das Ganze auch anschaulicher zu machen. Vorteil ist dabei auch, dass das Ganze über das Internet jederzeit abgerufen werden kann. Teilweise sind diese Vorlesungen auch offline verfügbar, sodass man da noch mehr auch unterwegs zum Beispiel das Ganze ansehen und anhören kann. Teilweise kommen auch virtuelle Klassenräume zum Einsatz, sodass man dann auf Präsenzveranstaltungen zum Beispiel teilweise verzichten kann. Das spart dann Zeiten für die Reise und natürlich auch Kosten. Und gerade im Fernstudium, wo die Teilnehmer ja von überall herkommen, ist das ein ganz wichtiger Vorteil. Was jetzt nicht so der Fall ist, dass quasi die Studienmaterialien, die schriftlichen Unterlagen ersetzt werden durch diese Vorlesung, oder durch diese Live-Veranstaltung, das würde dann auch den Nachteil mit sich bringen, dass die Flexibilität irgendwo verloren gehen würde. Ja, und ich hatte schon erwähnt, mobile Anwendungen kommen teilweise auch zum Einsatz. Hier ist es dann so, dass zum Beispiel auch das Ganze unterstützend wird. Es gibt einige Anwendungen, die zum Beispiel ein Lexikon zur Verfügung stellen, das dann zum Beispiel auf Handys abgerufen wird. Okay, also erster Trend, der Einsatz neuer Medien im Fernunterricht. Der zweite Trend hängt auch ganz stark mit neuen Medien, speziell mit dem Internet zusammen. Und zwar ist das die Vernetzung der Teilnehmer untereinander. Noch vor 20, 25 Jahren war das Fernstudium eigentlich ein reines Briefstudium. Die Studierenden haben ihre Studienbriefe durchgearbeitet und dann gingen die Einsenderaufgaben oder auch Fragen zum Stoff per Post zunächst an das Institut, von da aus weiter an den Tutor und dann das Ganze auch wieder zurück. Und bis dahin hatten die Teilnehmer schon oft vergessen, was sie denn da eigentlich geschrieben hatten. Auch ein Austausch zwischen den einzelnen Teilnehmern war kaum möglich. Vielleicht mal bei den Präsenzveranstaltungen, wenn es sehr viele Teilnehmer aus einer Region gab, vielleicht auch mal eine Lerngruppe dort gegründet hat, aber das war schon eher die Ausnahme, es war doch oft eine recht einsame Geschichte, das Ganze. Da gibt es heute natürlich viel mehr Möglichkeiten und das Ganze geht auch deutlich schneller. Fast alle Anbieter haben mittlerweile einen eigenen Online-Campus, über den Einsenderaufgaben eingereicht werden können und auch ein Austausch untereinander und miteinander möglich ist.
Das wird mehr oder weniger intensiv genutzt von den Teilnehmern. Fast noch intensiver werden da andere Möglichkeiten, die unabhängig vom Anbieter sind, genutzt. Zum Beispiel Foren, die im Internet zur Verfügung stehen, wie beispielsweise das von mir betriebene Fernstudiuminfos.de. Aber auch sehr viel ein direkter, selbstorganisierter Austausch. Also per E-Mail, per Skype und natürlich zum Beispiel auch immer mehr per Facebook. Ja, also zwei Trends, die ganz entscheidend im Internet mit neuen Medien zusammenhängen. Und ein dritter Trend, der unabhängig davon ist. Und zwar sehe ich dort einen Trend zur zunehmenden Akademisierung im Fernstudium. Es war und ist bisher so, dass die überwiegende Anzahl der Teilnehmer in nicht akademischen Fernkursen und Fernlehrgängen eingeschrieben ist bzw. daran teilnimmt. Seit einigen Jahren stagnieren diese Zahlen aber auf hohem Niveau, während die Teilnehmer an akademischen Fernstudienangeboten zunehmen. Um mir mal eine konkrete Zahl auch zu nennen, die letzte Auswertung des Forum Distance E-Learning, ein Fachverband zum Thema Fernunterricht, stammt aus dem Jahr 2010. Und 2010 gab es 270.000 Teilnehmer circa an Fernlehrgängen und 120.000 Studierende in Fernstudiengängen bzw. akademischen Fernstudienangeboten. Ursache dafür ist sicherlich, sicherlich der Trend zum lebenslangen Lernen, auch die Masterstudiengänge, die damit im Zusammenhang zusätzlich immer mehr angeboten werden. Früher hatte man sein Diplomstudium und ist dann in den Beruf gegangen. Heute ist es doch so, dass viele erst einen Bachelor machen, in den Beruf einsteigen und dann nochmal ein akademisches Studium obendrauf setzen. Und für dieses dann halt häufig nicht mehr komplett aus dem Beruf raus möchten. Was auch noch hier zu bemerken ist und was auch mit dem Bologna-Konzept in Zusammenhang steht, ist die Möglichkeit, nicht mehr nur komplette, sehr breit aufgestellte Studiengänge zu belegen, sondern auch ganz gezielt einzelne Module aus Studiengängen zu belegen, die mit einem Zertifikat abschließen. Das Ganze wird auch durch Bologna unterstützt, dass man auch Credit Points erwerben kann für diese Module, die gegebenenfalls doch auf ein späteres Studium damit angerechnet werden können. Ja, diese drei Trends, die sehe ich so. Also zum einen der zunehmende Einsatz elektronischer Medien, die zunehmende Vernetzung und die zunehmende Akademisierung im Fernstudium. Ich würde natürlich interessieren, ob ihr diese Trends auch seht oder ob ihr ganz andere seht und freue mich dazu auf Kommentare. Vielen Dank.